Wann wird die Leerstandserhebung für Innsbruck vorliegen? Die kann ich Ihnen sagen, Frau Klubobfrau, das möchte ich manchmal auch gerne wissen. Jetzt sage ich nicht, Frau Landesrätin, dass die Leerstandserhebung jetzt das Bastelteil ist, wo wir das Wohnen leistbarer machen. Ist logisch, aber es ist ein Teilstück und das sollten wir schauen, ob wir aus diesem Leerstand dann auch für leistbares Wohnen etwas lukrieren können. Mit 20.11.2018 2031 Wohnungen. Es kann also davon ausgegangen werden, dass in diesen Wohnungen niemand wohnt. Wir können diese einzelnen Wohnungen, aber nicht einzelnen Personen namentlich zuordnen. Sie gehen davon aus, dass wir auf 2031 Wohnungen quasi keinen Zugriff haben. Und als einen Grund bei den Erhebungen der Mieterinnen oder der Nichtvermieter quasi sagen Sie, man möchte nicht, sich nicht mit Mieterinnen und Mietern herumschlagen. Außer ein paar kosmetischen Korrekturen ist halt in den vergangenen Monaten im leistbaren Wohnen wenig weitergegangen. Die zweite Datenquelle für eine Leerstandserhebung ist das Gebäude- und Wohnungsregister. Und auf dieses Gebäude- und Wohnungsregister hat das Land Tirol keinen Zugriff. Von Seiten der Stadt wissen wir aber auch, dass dieses Gebäude- und Wohnungsregister in Innsbruck in einem sehr schlechten Zustand ist und ganze 52.000 Personen können in Innsbruck keiner konkreten Wohnung zugewiesen werden. Was mich jetzt aber schon verwundert, ist, dass dieses Gebäude- und Wohnungsregister in so einem schlechten Zustand ist. Wir sind im Zeitalter der Digitalisierung angekommen. In der Stadt Basel macht man seit 1904 Leerstandserhebungen und wir schaffen es im Jahr 2020 nicht, ein ordentliches Gebäude- und Wohnungsregister herzubringen. Also das finde ich eigentlich für eine Stadt wie Innsbruck schon erschreckend, wenn Sie mir das erlauben. Ich erinnere nur daran, dass Spekulanten weiterhin Tür und Tor im Land geöffnet ist, dass sich Einheimische nicht einmal mehr irgendwo eine Mietwohnung leisten können, ohne den Großteil ihres Einkommens hinzublättern. Auch Besserverdienende können sich nirgends mehr einen 350 Quadratmeter Grund oder eine Dreizimmerwohnung kaufen. Wann werden die Menschen in Innsbruck und in Tirol endlich spüren, dass das Wohnen günstiger wird?